Wahnsinn! Ja. Völlig verrückt! Ist das schön! Was sagst du da? Gefrorene Himmelsterne sind dir auf den Kopf gefallen. Und wenn man sie berührt, werden sie zu Wasser. Also wirklich, Littlefoot, sowas soll schon vorgekommen sein, aber doch nicht im großen Tal. Nur in entfernten Orten. Weitläufer haben uns schon mal davon berichtet. Aber ich hab's gesehen, ich... Schon gut. Tut mir leid. Also schön. Dann kommen wir zu unserem Thema zurück, Kinder. Du glaubst mir doch, oder nicht? Na klar glaubt Petri, aber Petri glaubt alles. Träume ich noch? Nein, mein Kleines. Das ist echt. Oh, ja. Und wie das funkelt. Es ist wunderschön. Ob's bald das aussieht, Mama? Oh, ganz bestimmt, Ducky. Schon mal gesehen, Liebling? Nein, aber ich habe davon gehört. Davor fliehen die Wanderer, wenn sie ins große Tal kommen. Nun ist es auch zu uns gekommen. Wir müssen mit Meister Plattnase reden. Tja, nein. So viel ich weiß, gab es das noch nie im großen Tal. Zu meiner Zeit war... Und warum passiert das gerade jetzt? Das Zeug ist schrecklich und es ist überall. Allerdings, und es ist rutschig und schlüpfrig. Ich habe es fast nicht den Berg rauf bis zu meinem Nest geschafft. Ja, er ist runtergerutscht, direkt auf meine Nase. Das war wirklich komisch. Seht ihr? Weiße Funkelsterne vom Himmel. Wie ich's gesagt habe. Wie war das gerade, Littlefoot? Erzähl's ruhig, mein Kleiner. Ich hab... weiße Funkelsterne schon mal runterfallen sehen, das erzählte ich... Wem? Wem hast du's erzählt? Meinen Freunden und Meister Plattnase. Oh, das kann auch nicht wahr sein. Was, du wusstest davon? Der Junge erwähnte es, aber es schien mir irgendwie unglaubwürdig. Wir sind sehr enttäuscht von dir. Wir dachten, dass du alles weißt. Tja, das dachte ich auch. Da kommen die Stachelschwänze. Ihr seid Wanderer. Ihr müsst das doch schon mal gesehen haben. Oh ja. Wenn die gefrorenen Sterne herunterfallen, ziehen wir weiter. Das müssen wir tun.
Wir futtern nämlich die ganze Zeit und Grünzeug ist hier drunter nur schwer zu finden. Oh ja. Ich glaube, die gefrorenen Sterne werden hier im Tal bald zu Wasser werden. Jetzt hör schon auf, Spike. Ich mag das nicht. Hey, das sieht nach Spaß aus. Pass auf, Kleiner. Petri tut leid. Das wirst du mir büßen. Hey, Langhals, Überraschung! Gefällt das weiße Bodenglitzern? Dir nicht, Großvater? Du hast recht, Littlefoot. Es ist schön. Das Bodenglitzern immer noch, Littlefoot? Vielleicht nicht so sehr, wie ich dachte. Warte, mein Kleiner. Da ist etwas, was du wirklich magst. Verschwinde, Plattnase. Aber ich hab solchen Hunger. Na und? Jeder hier hat Hunger. Es gibt fast nichts mehr zu essen. Und meiner Meinung nach ist das deine Schuld. Meine? Aber ich... Was soll das? Du kannst doch Meister Plattnase nicht für das Wetter verantwortlich machen. Für das Wetter vielleicht nicht. Aber wenn er so schlau ist, warum wusste er dann nicht, dass das weiße Bodenglitzern die Kälte mit sich bringt, die unser Futter vernichtet? Wenn er uns gewarnt hätte, dann hätten wir einen Vorrat angelegt, bis es wieder wärmer wird. Aber ich wusste nicht. Ich meine, wie sollte ich denn? So etwas gab es bisher noch nie im großen Tal. Woher sollte er denn wissen, dass das ausgerechnet jetzt passiert? Aber alle behaupten, er wäre überall gewesen und er weiß alles. Also, wenn ihr mich fragt, er weiß überhaupt nichts.
Und ich bin der Meinung, er sollte unsere Jungen nicht mit seinen verrückten Ideen verwirren. Oh. Hör mal, Dreihorn, findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Ja, aber was soll ich denn machen? Ich hab Hunger. Deshalb verlassen wir euch jetzt. Aber warum denn? Nur weil ich so verärgert bin? Niemand hat gesagt, dass ihr gehen sollt. Das schon, aber es ist ja kaum genug zu essen dafür die, die immer hier leben. Wir Stachelschwänze essen ohnehin mehr als alle anderen. Außerdem sind wir es gewohnt, weiterzuziehen. Noch bevor die große helle Scheibe hoch am Himmel steht, brechen wir auf. Viel Glück. Ich hoffe, ihr findet Futter. Was soll's. Schlimmer als hier kann's ja nicht werden.